Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, Spezialeinkauf, ich weiß es nicht, wie ich es nennen werde. Ich habe von Spaß kostet wieder ein Paket bekommen, weil die hatten voriges Wochenende ein Angebot, 10 T-Shirts für 30 Euro. Hat den Nachteil, man kann den Druck nicht aussuchen, also es werden wahrscheinlich T-Shirts mit bei sein, die ich mir so jetzt nicht geholt hätte, aber für zu Hause ist okay. Oder für einen Stream, weil da will ich luftig locker haben, deswegen habe ich mir 3XL bestellt. Und ich habe nochmal nachbestellt, ich habe noch eine andere geholt. Aber vielleicht haben wir ja Glück und da sind so ja welche mit bei, die ich mir noch holen wollte. Ich werde auch demnächst, für Spaß kostet, nochmal ein Spezialvideo machen, kommt aber später. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen. So, da ist mein Einkaufsschein. Also ich habe jetzt insgesamt bezahlt 58,98 Euro. Also das ist die Bruttorechnung. Muss ich gucken, was ich auf der Website bezahlt habe. Mehrwertsteuer 9 Euro noch was. Ja, egal. So, jetzt will Mausi hier gerade reinkaufen. Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe gerade die Tüte aufgemacht. Mausi, gehst du? Du kannst hier drüben. Da kannst du dich hinlegen. So. Fangen wir mal an mit... Also Farbe konnte ich auch nicht aussuchen. Fangen wir mal... Ach, das ist gleich das oberste. Eine... Warte mal, ich mal ein Stück weiter weg. Eine kurze Hose habe ich mir bestellt in 2XL. Das sind 3XL. Achso, ja, die erste war ja 3XL. Ich hatte den später geschrieben. Aber oh, fällt okay aus. Muss ich nachher mal testen. Auch Qualität, wieder erste Sahne. Na gut. Das ist nicht ganz so ein dicker Stoff. Ich hatte schon mal eine Jogginghose, kurz, aber richtig fetter Stoff. Ich weiß nicht. Aber nicht, wenn es Spaß kostet. Und hier auf dem Knie. Da Wallknut drauf und ja, so. Habe ich einmal meine kurze Hose. Jetzt kommen wir zu den 30 T-Shirts, die hier drin sind. Quatsch, 30, 10 T-Shirts. Ah. So. Achso, die sind so ja nicht mal bedruckt. Schade, ich habe gedacht bedruckt, aber egal. Das ist ein Polo-Shirt. Ja gut, für 30 wären 30 für bedruckte wäre vielleicht auch ein bisschen teurer. Ein grünes Polo-Shirt. Sieht man das? Ja. Für zu Hause eigentlich ganz okay. Und man kann sich ja nach im Nein immer noch mal drauf drucken lassen oder so. So. Ach, dann haben wir noch ein weißes. Ich glaube, die Polo-Shirts, wenn es Polos nur sind, brauche ich euch nicht extra zeigen. Oder sind alles Poloshirts? Ne, da unten kommen noch T-Shirts. Okay. Gut. Dann haben wir noch ein weißes Poloshirt. Da kann ich mir ja mein Logo dann raufdrucken lassen. Oder was anderes Schönes. Der Kabel oder so. So, dann haben wir hier noch ein weinrotes Poloshirt. Ah, hier haben wir ein T-Shirt. Ich wusste ja nicht, dass die Tarnfarbe auch haben. Vorsicht Ostdeutsch. Vorsicht Ostdeutscher. Gibt es das als Label schon? Wusste ich gar nicht. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Nee, hier ist was anderes drin. Ich habe hier Vorsicht Ostdeutscher als Label. Sieht man das vielleicht? 3XL, ein Tarn, ich glaube, den Tarn kenne ich sogar. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatten die ersten Grenztruppen diesen Tarn. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ich habe mich damals mit Tarnfarben vor
Oh, scheiße, was haben wir jetzt 2020? Oh, vor 10, 20, oh, vor 20 Jahren auseinandergesetzt. Weil da habe ich so tarnfarben Jacken gehabt, weil ich habe da mal eine Phase gehabt, da habe ich total auf Tarn gestanden, aber nicht auf alle. Gab auch Tarnfarben, die hält Tarnmuster, die hässlich aussahen. Und da habe ich wirklich ganz hässliche Dinger mit bei. Guck ich mal wieder näher ran. Hat mir von den Russen zum Beispiel der nicht so gefallen. Und da gab es dann auch andere Tarnfarben. So, auch jetzt liegt die Mausi. Die Mausi ist ja gut. Ja, sie hat sich jetzt hier zu den T-Shirts gelegt. Ich mache euch mal kurz runter. So. Ja. Und rollt sich jetzt hier. Ja, armes Mausi, armes, armes Mausi. Gut, dann hätte ich vielleicht. Ich habe gedacht, nee, die sind doch bedruckt. Da kommt noch was bedrucktes. Okay. Das ist hier zum Beispiel nicht bedruckt, einfach ein blaues T-Shirt. Auch 3XL. Ich hoffe, da ist nichts mit V-Ausschnitt mit bei. V-Ausschnitt kann ich nicht, das mag ich nicht so. So, was haben wir hier? Ach ja, jetzt kommen Bedruckte, okay. Unterschätze niemals einen alten Mann, der in der DDR aufgewachsen ist. Oh, das passt ja zu mir. Ich bin alter Mann, ich habe ja morgen Geburtstag und ich bin in der DDR aufgewachsen, die ersten Jahre. Das passt ja. Geil. Och, Mausi. So. Oh, also so eine Kombi hätte ich jetzt persönlich nie für mich ausgewählt. Weiß-orange, aber wenn man es so in echt vor sich sieht, sieht es schon mal ganz cool aus. Also ich glaube, ich müsste öfters mal so Probepackungen bestellen oder mal ein bisschen mehr Farbe machen wollen. Zur Seite, ihr seid nur Handwerker. Ja, du, das passt jetzt bei mir jetzt leider nicht, weil ich bin ja kein Bauarbeiter. Aber für zu Hause. Findest du? Oh, geil. Eins von denen wollte ich sowieso haben. Haha, sieht mal, was ich. Lieber ein Wolf Odins als ein Lamm Gottes. Habe ich schon als T-Shirt in weiß, als T-Shirt in schwarz und als Pullover ohne Kapuze. Oder habe ich den mit Kapuze? Weiß ich jetzt nicht. Und ich wollte es mir noch mit roten Ärmeln holen demnächst irgendwann mal. Momentan sind ja keine Wikinger-Sachen bei Spaß kostet drinne, kommen aber wieder. Also da mache ich ein separates Video zu. Und jetzt habe ich das mit den roten Ärmeln, was ich mir sowieso holen wollte. Geile Sache. Geile, geile Sache. Und vor allen Dingen mein T-Shirt, was ich habe davon. Das eine ist was clean und das andere ist eine. Zwei XL. Ist so okay, aber größer wäre halt schöner. So, was haben wir denn hier noch? Dein Gott wurde ans Kreuz genagelt, mein Gott hat den Hammer. Hat einen Hammer. Oh, mit Tor vorne drauf. Ja, siehst du, das ist jetzt die zweite Version von dem, was ich schon habe. Ich habe die Version, wo man, was so mehr so im Comic-Style gemacht ist, so Tor mit einem Hammer so und im Hintergrund das Christenkreuz und unten drunter so eine Art Banner, auch von Spaß kostet. Das gibt es aber nicht mehr zu kaufen. Und das ist die neue Version davon. Die alte Version passt mir auch nicht mehr, weil, auf Deutsch, ich bin fett geworden. Brauchen wir nicht diskutieren, ich bin fett geworden. Aber mit dem Tarnfarbe-Teil fällt mir. Das habe ich so gar nicht noch. Na gut, ich habe bei Spaß kostet noch nie reine T-Shirts oder so bestellt. Immer die halt mit Aufdruck waren. Aber da ist mir auch mit Tarnfarbe nie was aufgefallen. Aber das ist gut zu wissen. So, eins haben wir noch. Und da ist drauf: Leg dich niemals mit einem Bestatter an, denn wir kennen Orte, wo dich niemand findet. Ja gut, das passt jetzt auch nicht zu mir. Ich bin kein Bestatter. Aber nicht schlecht. Der Spruch an sich ist cool. So, geile Sache. So, jetzt zwei Wikinger-Shirts mit bei. Coole Auswahl. Ja, selbst dafür hat sich das ja schon gelohnt.
Wenn man überlegt, ein Shirt 15 Euro, bin ich bei 30 Euro, habe zwei Wikinger-Shirts und die anderen zusätzlich dazu gekriegt, wenn man das so rechnen will. Das mit der Tarnfarbe, das muss ich euch nochmal, will ich euch nochmal zeigen. Das gefällt mir. Und wie gesagt, die Polo-Shirts, ja, die sind dann für draußen. Da habe ich halt mal was Schönes, also was Schlichtes, weil meine Frau sagt immer überall Aufdruck und so. Und ins Bier kann ich mir damit mit Aufdruck ja drauf machen. Aber das mit der Tarnfarbe gefällt mir echt gut. Das ist mega geil. Mein Bruder hat, glaube ich, auch so ein Tarnfarbeteil schon. Und ich wusste nicht, dass Ostdeutsch, Vorsicht Ostdeutscher, dass das schon ein Label ist. Also dass das hier so, das wusste ich nicht. Aber sieht geil aus. Gefällt mir. Gefällt mir mega, 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 mega gut. Und ja, es ist kein V-Ausschnitt mit bei. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Sehr, sehr positiv, weil V-Ausschnitt ist nicht so meins. Aber da stand ja auch T-Shirt und nicht, was weiß ich. Hätte ich mal zweimal zugegriffen. Für 60 Euro 20 T-Shirts. Weil die Qualität ist erste Sahne. Also wenn nochmal so ein Angebot ist, werde ich auf jeden Fall zugreifen. Und was nicht bedruckt ist, kann man sich ja bedrucken lassen. Oder halt so, ohne Druck anziehen, ist ja auch nicht wild. Aber die mit Bedruckung sehen ja schon mal gut aus. Und zwei sind schon mal Wikinger-Shirts mit bei. So. Die Große will auch nächste Mal, dass ich dafür sie mitbestelle. Das hat sie mir zu spät gesagt. Also ich hoffe ja, dass da nochmal so ein Angebot ist. 10 Shirts für 30 Euro oder sowas in dem Dreh. Dann werde ich da gleich doppelt zugreifen. Nochmal für mich. Ich habe mich für die Newsletter ja angemeldet. Ich verlinke euch Spaß kostet mal unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch für den Newsletter anmelden. Da ist eigentlich so gut wie jedes Wochenende irgendeine Aktion. Jetzt ist gerade, kaufe für 30 Euro, glaube ich, eine Kapuzenjacke und eine Strickjacke. Also Kapuzenpullover und so eine Strickjacke. Also ist dann halt zu, mit Reißverschluss. Da habe ich auch am Überlegen, ob ich da nochmal zugreife. 15 Euro waren, glaube ich, so ja nur. Bin ich auch am Überlegen, ob ich zugreife. Kann man sich ja bedrucken lassen. Müsste man mal gucken. Weil ich habe da ja noch ein paar Motive, was ich im Kopf habe, was ich gedruckt haben will. Aber egal. So, das soll es jetzt zum Überraschungspaket Spaß kostet gewesen sein. Ich glaube, ich werde es Unboxing Überraschungspaket Spaß kostet nennen. Das ist ganz gut. Weil ich wusste ja nicht, was drin ist, wie gesagt. Weil ich wusste nur 10 T-Shirts und eine Hose. Gut, da sind jetzt Poloshirts auch mit bei, aber egal. Aber ja, die Hose habe ich ja separat geholt. Von daher. So, ich bin denn jetzt weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Vielleicht schaffe ich es ja noch bis zu meinem Geburtstag, dass das an meinem Geburtstag, also morgen, am 5. April online kommt, das Video. Ich würde mich bis dahin erstmal verabschieden. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns spätestens am Sonntagabend, also am Sonntag, am 5. mache ich einen kurzen Livestream auf Twitch. Da kann ich nicht so lange, weil wegen Kleine und so, weil ich bei Zeiten raus muss. Frauchen muss arbeiten. Und richtig ab Dienstag ab 21 Uhr, 21.15 werde ich dann auf Twitch wieder streamen. Da wollten wir uns dann wahrscheinlich Resident Evil 3 vornehmen. Also die Remake-Version. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Euch allen noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.